Kannst du mal in einem Game versuchen, ausschließlich Deutsch zu reden? Warum? Ich frage mich immer, warum? Also, Gaming-Sprache ist halt einfach nicht nur Deutsch. Außerdem, wenn du fragst, ob ich ein Game lang versuchen kann, nur Deutsch zu reden, dann sprich erstmal selber einen ganzen Satz Deutsch, ne? Weil ein Game kenne ich nicht, sondern für mich ist das ein Spiel, ne, Kollege? So, und wenn du mal wieder mit deinen englischen Worten hier kommst und versuchst, mich voll zu labern, na, ich versteh's nicht, Mr. Englando, ne? Who's that Pokémon? It's no way for you! Oh, please, kann ich mal Menschen kriegen? Nächstes Game, das Game wird's bestimmt. Das Game wird's bestimmt, Leute. Jetzt kriegen wir sie. Wir hätten jetzt so krasse Inter. Das war auch so terrible. Und das war auch so terrible. Jetzt bitte mal ein gutes Game. Ich meine, das Jace-Game habe ich auch selber schlecht gespielt, muss ich sagen. Aber die anderen Games waren echt solide. Die Schweizer nicht teilnehmen. Ja, das ist das Problem in der Schweiz ist, der Zoll ist das Problem. Bei teureren elektronischen Gegenständen ist der Zoll ein Riesenproblem in der Schweiz. So, der erste Ausgeloste ist der Trompetengecko. Der Trompeten, weil was ist das? Der Trompetengecko, meine Damen und Herren. Man kennt ihn, aber vielmehr fürchtet man ihn. Trompetengecko. Das ist ein Digimon. Was, das ist ein Digimon? Der Trompetengecko? Tatsächlich, Digimon habe ich nie wirklich gesehen. Es gab eine Phase, also Pokémon habe ich fast alles gesehen damals. Von der Kinderserie auch. Und dann irgendwann kam Yu-Gi-Oh! Da war dann diese erste Staffel und sein Opa wird entführt und dann fährt er auf diese komische Insel und so ein Zeug, wenn ihr euch daran noch erinnert. Und dann schleicht sich irgendwie dieser Joey oder wie der heißt, schleicht sich auch noch auf die Insel und dann ist das... Und dieses eine Mädel, er spoilert einfach. Ist das nicht 20 Jahre alt oder so? Ach, nicht schon wieder der Heimerdinger! Der hat mich jetzt schon dreimal geintet! Mann! Um Gottes Willen, nicht schon wieder der Heimer! Hast du dir mal probiert, mit einer 15 bis 20 Kilogramm Weste zu gehen, rumzulaufen? Ich hab's gerade probiert. Ob ich probiert habe, mit einer Weste rumzulaufen? Was? Natürlich nicht. Warum sollte ich das machen? Ich bin fett genug. Ich muss nicht noch 15 Kilo Gewicht mit mir rumschleifen. Wo kommen wir denn da hin, ey? Denn das für Weirdos bei mir im Team, um Gottes Willen. Was sind denn das für kolossale Weirdos? What the fuck is happening? Please, Twitch, get me the fuck out. Oh no. Artox-Ben? Ich hab schon wieder den Heimerdinger. Nein! Nicht schon wieder der Heimerdinger. In nomine Christi, vade retro Satana. Wo ist die Teufelsaustreibung? Und die, nein, es ist auch die Jenna. Nein, nein, nein. Mein Gott, nein. Oh, womit habe ich das denn verdient? Oh mein Gott. Ich bin doch schon am Boden. Nicht schon wieder die Griefer. Sei ein freier Elf. Bitte schenk mir eine Socke. Ich will nicht mehr. Schreib's doch in Chat. Nein, ich schreibe in den Ticket bitte nicht mehr hin. Du bist ein Heimer-OTP. Bitte spiel wenigstens deinen OTP. Okay. Leute, wir müssen alles ansprechen. Wir müssen das irgendwie kriegen. So, it's time for the plank. Es ist eine andere Jenner. Also, we could be okay. We could be fine. Schauen, was wir hier machen können in diesem wundervollen Game. Warum startest du in letzter Zeit immer mit Barrels? Das ist mittlerweile besser, mit Barrels zu starten. Aber ist in Melee-Matchups besser als in Ranged-Matchups? Aber das Problem ist, du kannst dein Q nicht mehr wirklich zum Poken im Early verwenden. Das ist zu teuer von den Mana-Kosten her. Und in vielen Melee-Matchups kann es tatsächlich sehr oppressive sein, wenn du mit Barrel startest. Weil du dann halt einfach den extra Out-Attack-Reset auch noch kriegst mit der Passiven. Das heißt, du kannst theoretisch im Early sehr, sehr gute Trades nehmen. Du kannst vielleicht ein bisschen CS denyen und so. Und du kannst halt so ein bisschen Druck auf den Gegner aufpassen, damit er ein bisschen Abstand halten muss von dir. Kannst du mal in einem Game versuchen, ausschließlich Deutsch zu reden? Warum? Ich frage mich immer, warum? Also das kommt immer mal. Das ist doch, also Gaming-Sprache ist halt einfach nicht nur Deutsch. Und das sind ja auch Wörter, die jeder weiß und die jeder einordnen kann und versteht, der sich im Gaming-Space bewegt.
Ich habe mich immer gefragt, warum manche Leute das wollen. Ja. Außerdem, wenn du fragst, ob ich ein Game lang versuchen kann, nur Deutsch zu reden, dann sprich erstmal selber einen ganzen Satz Deutsch, ne? Weil ein Game kenne ich nicht, sondern für mich ist das ein Spiel, ne, Kollege? So, und wenn du mal wieder mit deinen englischen Worten hier kommst und versuchst, mich voll zu labern, na, ich versteh's nicht, Mr. Englando, ne, Kollege? Basin, wir haben Le Chien, ne? Wir halten uns extrem gut hier in der Mitte. Das ist doch hocherfreulich. Wir können jetzt auch ein Coolfield kaufen nach der Wave. Exquisite. Okay. Das kommt tatsächlich gar nicht. Diamond? Insel? Insel? Ey, sogar noch den Assist. Let's go. Wir brauchen Legend. Wir haben das Matchup überlebt gegen fucking LeBlanc. Das ist so huge, ne? Das ist so huge. Das ist echt ein schweres Matchup. Weil jetzt können wir dann basen, dann haben wir Essence Reaver und sobald ihr Essence Reaver habt, wird das Matchup. Oh. Sobald ihr Essence Reaver habt, ist das Matchup spielbar ist. Nein. Oh, nicht noch einen Hit jetzt noch gebraucht, leider. Wait, Essence Reaver kostet ja jetzt 1-1. Was machen wir jetzt? Now this is what we call a conundrum, my dear friends. I need to help a bush wave. Okay. Solid play, Mr. Kane. Solid play. Hab ich das gesehen? Hätte er fast gekriegt. Da so mäßig. We take those. Den hat einfach Botland schon aufgegeben. Nice. Gute Arbeit, ganzes Team. Alright. Hallöchen, dieses Jahr auch auf der Dreamhack in Hannover. Und ich habe mein Jahr dieses. Also, ich habe mein dieses Jahr noch nicht wirklich durchgeplant. Wait. Nächstes Jahr habe ich noch nicht wirklich durchgeplant. Okay, irgendwer ist geflasht, wenn ich nicht verguckt habe. Ich werde auf jeden Fall, also das erste Event, bei dem ich jetzt bin, ist Trutut Cup. Dann nach dem Trutut Cup bin ich beim Red Bull Event. Dann nach dem Red Bull Event, dann bin ich beim Monte Event. Dann bin ich glaube, dann ist erstmal nichts, wenn ich mich nicht täusche. Magenta E-Trophy, oh, Magenta E-Trophy ist auch noch, ja, aber das ist kein Offline Event. Magenta E-Trophy ist auch noch, ja. Ein wichtiges Battle gewesen. Das wäre wirklich ein formidables Battle gewesen, wenn ich das gesetzt hätte. Weißt du, der Trutut Cup, der ist genau während dem Red Bull Event. Das schmiegt sich so um das Red Bull Event. Als Dreamhack bin ich dementsprechend nicht dieses Jahr. Nee, Dreamhack bin ich nicht. Das ist so beim Monte Event. Ich meine, das ist, glaube ich, einfach mal eine Riesengelegenheit. Andere Content Creator kennenzulernen und zu networken. Ich meine, am Ende des Tages, ich kenne mich. Ich kenne da kaum jemanden. Das heißt, ich werde halt mit den wenigen Leuten, mit die ich kenne, halt ein paar Worte wechseln. Werde ansonsten in meiner Ecke sitzen mit meinem Jagertee. Werde so ein bisschen in die Ferne gucken und dann früh fahren und schlafen gehen. Aber ich war mal dabei, wisst ihr? Ich habe mal Präsenz gezeigt. Denn da wir trinken einen Glühwein, muss mir mal von dem Kampf und deinen Vorbereitungen erzählen, ne? Das war ja wirklich wild, die Trimax Fight Night. Das ist krass, wie gut ihr alle gekämpft habt. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von Monte.
Ist auf jeden Fall eine kontroverse Persönlichkeit, ja. Nice. Killing Spree aus 10 Kilometern Entfernung, I like it. Okay, so jetzt erstmal aufs Game fokussieren, ja. Saftiger Kritiker werde. Oh, ja, du Blutest. Ja, das ist meine Art von Faustkampf, ja. Wichtig, das Barrel zu clearen. Was ihr dann macht, ist, ihr lauft einfach in den Turret. Schreibe ich rauf, einfach in den Turret laufen. Ganz genau, mal wieder Nallor zugehört. Wir brauchen jetzt nicht mehr lang, wir wollen noch ein halbes Level, dann sind wir GP. Let's go. Der Rice Strong, ne? Geht auch richtig einen auf. Dray gegeben. Das ist schon cool, ne? An sich sollte das sehr gut sein, würde ich tippen. Die sollten alle drei sterben und dann können wir Nash nehmen wahrscheinlich. Und auf Midlane. Midlane sind in der Regel. Die besten OTP-Champions sind Champions, die sehr aggressiv spielen können und Leads rausspielen können auf der Lane. Sowas wie Yasuo, Yone, Akshan, Qiyana, Akali, Katarina ist aktuell ein bisschen schwach. Das heißt, die war immer einer, ist aber jetzt, glaube ich, keiner mehr davon. Ekko zum Beispiel ist sehr, 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 sehr gut. Wenn du ihn spielen kannst, wenn du da die Zeit investierst. Hab ich. Kein Problem, Waterlord. Zed war auch sehr gut, ist aber nicht mehr so stark aktuell. Toplane. Toplane ist auch Lane-dominante Bruiser, ist normalerweise, was du am ehesten spielen möchtest. Das sind so Champions wie Fiora, Camille, Yone. Alle von denen. Auch sowas wie Gwen kann sehr gut sein. Für lange Zeit war Kisante extrem stark, aber wurde jetzt ein bisschen genervt. Azir. In der Regel sind Mages nicht so gut als OTP-Champions. Weil, also, du hast halt mehr Möglichkeiten mit aggressiven, lane-dominanten Champions. Normalerweise. Ja, ich spiele noch nicht lange, aber bin nur Bronze. Also das ist doch nichts, wo man sich schämen muss, Bronze zu sein. Du hast halt immer Games mit 9 Goldspielern, dann hast du sehr, sehr gute MMR und solltest wahrscheinlich höher sein, als du aktuell bist. Late Game GP. Oh, dann wird Shepard, meine Damen und Herren. Let's go. Ich zeige euch jetzt mal ein kleines Barrel hier. Ich denke, er ist sicher. Jetzt hol ich ihn einfach, das tut. Aber es ist wichtig, dem kurz dieses Gefühl der Hoffnung zu geben. Eine. Mate, das gibt's doch nicht. Ich hatte 6. 5,5. Ich muss GP spielen wieder. Ich spiele GP echt zu wenig. Ich bin alt auf diesem Champ. Ich bin so unglaublich alt auf TV. Mann, bin ich alt. Da ist er, der Late Game GP. Und du hältst jetzt deinen Schnabel, ne, Kollege? So, wie oft hast du den Jace dieses Game mit Ult gekillt? Ich glaube, oft genug, dass man da so eine kleine Collage draus machen könnte. Coole Kombos, Bro.
Goddammit, Twitch-Chat. Ihr kommt hier in meinen Stream. Am Tag meiner Vergiftung. So, wen haben wir? Der Rice war absoluter Giga-Chat, muss man sagen. Und du hast auch sehr gut gespielt, Heimerdinger, ne? Gebe ich dir. Das war fucking nice. So, 14-4-5. Nice.